Willkommen in Altoona. Dies sind die berühmten Juniata Works. In diesem Trainingsmodul werden wir den Betrieb der Norfolk Southern General Electric ES44AC kennenlernen. Die General Electric ES44AC mit 12 Zylindern und einer Leistung von 4400 PS ist, einfach ausgedrückt, die dominierende nordamerikanische Diesellokomotive der letzten Jahrzehnte. Fast alle Züge auf der Horseshoe Curve setzen zwei oder mehr Lokomotiven an der Spitze ein. Wir müssen also die Dieselloks entsprechend als führende oder geführte Einheiten einrichten. Beginnen wir damit, dass wir auf die geführte Einheit aufsteigen. Bei der geführten Lokomotive muss der Führerstand deaktiviert sein, damit sie Befehle von der führenden Lokomotive empfangen kann. Außerdem müssen die Bremsen der Loks auf Abgesperrt und Nachziehen eingestellt sein. Dies ist unsere führende Lokomotive. Mit anderen Worten, das Fahrzeug, von dem aus wir arbeiten werden. Wir müssen also dessen Steuerung einschalten. Unsere Fahrsteuerungen sind nun aktiv. Als nächstes müssen wir die Bremsen auf führend und angeschlossen einstellen, was wir auf einem der drei Bildschirme tun können, die sich auf den Steuerpulten befinden. Unsere beiden Lokomotiven sind nun betriebsbereit. Legen Sie den Richtungswender ein, stellen Sie ihn auf Vorwärts, lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie die Leistung. Fahren Sie dann bis zur Zielmarkierung und halten Sie dort an. Der Weg zu Ihrem Ziel ist in diesem Szenario für Sie festgelegt. Bitte beachten Sie, dass es auf der Horseshoe Curve, insbesondere in den Rangierbahnhöfen und der South Fork-Nebenstrecke, zahlreiche manuelle Weichen gibt und dass das Lokpersonal immer darauf achten muss, dass die Weichen für die Fahrbewegungen richtig ausgerichtet sind.